Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Vortrag Entgiftung, vom Symptom zur Ursache oder wie ich es auch genannt habe, Vorbeugen ist besser als Heilen. Können Sie mich überall gut verstehen? Ist laut genug? Gut. Der Dichter Eugen Roth hat vor mehreren Jahrzehnten unser Gesundheitssystem folgendermaßen beschrieben. Er fragte, was bringt den Arzt um sein täglich Brot? A, die Gesundheit, B, der Tod. Drum hält der Arzt, damit er lebe, dich zwischen beiden in der Schwebe. Ich denke, dieser kurze Reim bringt es gut auf den Punkt. Dieses Gesundheitssystem oder dieses Krankheitsverwaltungssystem lebt davon, dass wir nicht sterben, aber auch nicht wirklich gesund sind. Und von daher, denke ich, ist es nicht umsonst so, dass diese Messen so ein großes Interesse haben, weil immer mehr Menschen merken, irgendwas läuft nicht so, wie es laufen sollte. Was ist wichtig, wenn wir gesund sein wollen? Ich denke, der Blick in den Spiegel, eine Bestandsaufnahme ist immer gut. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man dann das entsprechende Selbstbewusstsein hat, aber es sollte natürlich auch mit der Realität übereinstimmen. Diese Aussage hat mich sofort angesprochen. Gesundheit ist kein Privileg der Jugend. Wir erleben zwar, dass wir Menschen immer älter werden, aber viele sind Pflegefälle, vegetieren förmlich im Altersheim vor sich hin. Und die Frage ist, ist das ein Schicksal oder kann man da was dran verändern? Und ich bin der großen Überzeugung, dass wir eine Menge Möglichkeiten haben, da an dieser Schraube zu drehen. Fakt ist, es werden Milliarden für Forschung und Gesunderhaltung ausgegeben, aber man hat den Eindruck, die Krankheiten steigern rasant immer weiter an und irgendwie scheint das Ganze nicht so von Erfolg gekrönt, wenn man alleine sieht, wie die Krebserkrankungsquote in den letzten Jahrzehnten dramatisch gestiegen ist. Ich bin mittlerweile täglich im Gespräch mit vielen Menschen und wenn man mal so eine Bestandsaufnahme macht, dann könnte man sagen, Stress ist vielleicht der größte Faktor, unter dem wir alle leiden oder die allermeisten von uns. Wir haben Migräneprobleme, Rückenprobleme, Hautprobleme. Schauen Sie sich mal so ein Hautbild an. Was ist bei diesen Menschen los? Sodbrennen, Nervosität, Angstzustände, Vergesslichkeit, Burnout, da könnte man einen eigenen Vortrag zu machen. Osteoporose, Arthrose, hyperaktive Kinder, das ist auch ein ganz spannendes Thema. ADHS scheint auch immer mehr zuzunehmen, die Frage ist, warum? Oder was ist bei solchen Leuten los, die so eine belegte Zunge haben, völlig verpilzt? Und das ist ohne einen gesunden oder kranken Darm gar nicht zu erklären. Wer so eine Zunge hat, hat ein riesiges Darmproblem. Und viele von unseren Mitbürgern sind in einer Spirale und suchen dringend Hilfe. Und ich habe Menschen kennengelernt, die waren bei 10, bei 15 Ärzten und irgendwie haben sie den Eindruck, sie kommen nicht weiter. Die Frage ist, warum? Was haben Sie für eine Idee? Wie kommt es eigentlich dazu? Warum hat sich die Lage eigentlich so zugespitzt? Was würden Sie sagen? Einfach mal in den Raum gerufen, gibt keine Noten, Sie können nichts falsch machen. Warum ist die Situation so, wie sie ist? Was würden Sie denken? Wie bitte? Wir sind zu sehr vergiftet, ein ganz wichtiger Punkt. Und wodurch kommt das, dass wir so viel Gifte zu uns nehmen? Chemische Zusätze in unserer Nahrung, tausende von Stoffen, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Weichmacher, Stabilisatoren, Geschmacksverstärker, Insektizide, Herbizide, also die ganzen Pflanzenschutzmittel, Pilzmittel, Schwermetalle, Abgase, Elektrosmog, Radioaktivität und so weiter. Und vor kurzem kam eine neue Untersuchung von der EU raus, wo man gesagt hat, dass jedes Jahr in Europa 400.000 Menschen vorzeitig sterben aufgrund von Umweltgiften. Also eine ganz aktuelle Untersuchung und da merkt man die Brisanz dieser Thematik. Und dann ist es so, je älter wir werden, desto mehr Medikamente schlucken wir. Müssen Sie mal hier sehen, durchschnittlich 9 Medikamente bekommen ältere Patienten für eine Dauertherapie verschrieben. Und meine etwas provokante These ist, Medikamente sind nicht für eine Dauertherapie konzipiert worden, sondern für eine kurzfristige Intervention. Und wenn es dann hier heißt, das sei zu viel, beklagen Experten, manchmal kommt es zu heiklen Wechselwirkungen, dann ist das noch dramatisch untertrieben. Wir haben häufig Wechselwirkungen und spätestens ab dem 5. Medikament kann Ihnen kein Biochemiker mehr erklären, was in Ihrem Körper passiert. Die Wechselwirkungen sind so brisant und so komplex, dass sie sich unserem Kenntnisstand entziehen. Und da hat der Spiegel wirklich recht mit dieser etwas reißerischen Überschrift: Überdosis Medizin, nutzlose Pillen, unnötige Operationen, riskante Therapien. Übrigens, Angehörige von Chirurgen
werden nur ein Drittel so häufig operiert wie wir. Darüber kann man mal lange nachdenken. Was viele nicht bedenken bei dem täglichen Medikamentenkonsum ist der Einfluss, den diese Medikamente auf ihre Mikronährstoffe haben. Die Makronährstoffe kennen Sie alle, die Kohlenhydrate, die Fette, die Eiweiße. Und die Mikros, das sind die kleinen, ja? Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, Enzyme und so weiter. Und durch Arzneimittel kommt es zu Schädigungen der physiologischen Darmflora. Und damit wird auch die Bildung und Aufnahme von Mikronährstoffen gehemmt. Es kommt auch zu einer verstärkten Ausscheidung von Mikronährstoffen, zu Störungen des Mikronährstoffhaushaltes. Viele haben auch Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Darm-Schleimhautschäden, pH-Wertveränderungen. Und wenn der pH-Wert sich verschiebt, dann können auch Bakterien, Viren besser gedeihen. Ja, und es kommt auch wieder zu einer Störung der Aufnahme und Verwertung von Mikronährstoffen. Ein Bereich, der vielfach in der Medizin komplett ausgeblendet wird. Dann kommt dazu, dass viele Schmerzmittel einwerfen, ohne nachzudenken, was sie da eigentlich schlucken. Und ich war völlig perplex, als ich mich damit beschäftigt habe. Das stärkste Lebergift ohne Rezept, wissen Sie, was das ist? Paracetamol. Das stärkste frei verkäufliche Lebergift, dass das ohne Rezept verschrieben wird, ist ein Skandalon. Und wir haben mittlerweile durch Paracetamolvergiftungen in Deutschland die virale Hepatitis als häufigste Ursache für akutes Leberversagen abgelöst. Das heißt, das Paracetamol führt häufiger wie virale Hepatitis dazu, dass Leute akutes Leberversagen haben. Und seien Sie bitte sehr behutsam mit dieser Form von Schmerzmitteln. Das sind richtige Kaliber. Nicht umsonst bei Selbstmordgefahr schauen Notärzte immer sofort nach, wie viel Paracetamol wurde geschluckt. Und was man unbedingt bedenken dürfte, sollte, könnte, wie immer man das formulieren will, ist zu begreifen, dass Arzneimittel bei jedem Menschen unterschiedlich wirken. Das hängt ab vom Alter, vom Geschlecht, vom Gewicht zur Volkszugehörigkeit. Ja? Je nachdem, wo Sie auch geboren sind, gehen Sie unterschiedlich mit Nahrung, mit Medikamenten um. Der Gesundheitszustand, Leber-Nierenfunktion, genetische Polymorphismen, dahinter verbirgt sich Abweichungen von den normalen Formen, was die genetische Grundausstattung betrifft. Und da haben viele von uns eine völlig unterschiedliche Ausstattung. Ich würde mal schätzen, 70% von Ihnen hier im Raum, das sind die Daten, die man momentan hat, können sehr schlecht viele Medikamente verstoffwechseln, weil sie nicht die richtige oder nicht die optimale Grundausstattung haben, was die Genetik betrifft. Ernährung spielt eine Rolle, Umwelteinflüsse, dann auch, wie Sie die Medikamente einnehmen, ob Sie sich an die Einnahmeempfehlungen enthalten, Lebensgewohnheiten, ja, Rauchen, Stress, Alkohol, Sport und so weiter. Das ist mittlerweile eine eigene Forschungsrichtung, die sogenannte Pharmakogenetik, die untersucht all diese Faktoren. Und auch Ihre Darmflora beeinflusst in ganz entscheidendem Maße, wie Sie entgiften können, wie Sie auch Arzneimittel abbauen. Wenn Sie vom Fach sind und mehr wissen wollen, kann ich Ihnen sehr dieses Buch von dem Apotheker Uwe Gröber empfehlen, Arzneimittel und Mikronährstoffe, medikationsorientierte Supplementierung. Da zeigt er, welche Medikamente, welche Mikronährstoffe räubern. Und das ist, Sie kommen aus dem Staunen nicht raus, was viele Medikamente, die man so täglich verschreibt, die viele täglich schlucken, für Langzeitfolgen haben. Und diesen Buchtitel, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich fand den Titel so gut, Die Bombe unter der Achselhöhle. Ich werde nie vergessen, in einem Vortrag kamen wir auch auf das Thema Krebs zu sprechen und da sagte eine Frau, ich war in einer Spezialklinik und da sagte sie, sie haben Untersuchungen gemacht und haben bei jeder Frau, die in dieser Klinik auftauchte, über die Lymphbahnen nachweisen können, dass das Aluminium aus diesen Deo-Rollern über die Lymphe in die Brust gewandert ist. Bei jeder Frau, wo die untersucht haben. Von daher ist das nicht untertrieben. Viele wissen gar nicht, was sie sich so auf die Haut tun, unter die Achselhöhle. Achten Sie auf Ihre Kosmetika. Eine riesige Quelle für zusätzliche Gifte. Und dann vielleicht einer der spannendsten Punkte zur Zeit. Das ist ein Artikel, enttarnen Sie Ihre Leistungskiller. Und da steht hier, vielleicht können Sie das hinten noch lesen, haben Sie sich je gewundert, warum Sie sich bei einer Erkältung so schlapp fühlen? Es liegt daran, dass der Körper seine Energie dringend für die Bekämpfung der Eindringlinge benötigt. Genau dies geschieht auch bei einer Intoleranz auf Lebensmittel. Wir unterscheiden einmal zwischen Allergien. Und wenn Sie eine Allergie haben, zum Beispiel auf Erdbeeren, wissen Sie das. Sie essen die Erdbeere und haben sofort einen Ausschlag, dann meiden Sie die Erdbeere. Aber bei diesen Intoleranzen, bei diesen Unverträglichkeiten
können die Symptome erst nach 24 bis 72 Stunden nach Nahrungsaufnahme auftreten. Da denken sie gar nicht mehr an das, was sie gegessen haben. Und das geschieht bei einer Intoleranz auf Lebensmittel. Das dadurch aktivierte Immunsystem kann starke Müdigkeit, was ja ganz viele Menschen erleben, oder einen Leistungseinbruch verursachen, da Nahrungspartikel als schädliche Viren oder Bakterien fehlinterpretiert und folglich bekämpft werden. Das heißt, das Immunsystem führt einen Zwei-Fronten-Krieg gegen die wirklichen Bedroher und gegen das, was sie essen. Und die häufigsten Unverträglichkeitsreaktionen haben wir bei Milch und bei Gluten. Das sind diese Klebereiweiße in Weizen besonders auch. Ja? Und es gibt heute immer mehr Mediziner und Fachleute, die sagen Ihnen, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten zählen zur Volkskrankheit Nummer 1. Millionen und Abermillionen sind da betroffen. Und schauen Sie sich mal die Symptome an. Hier, was nicht so bisschen so grau hinterlegt sind, das sind die Reaktionen bei sogenannten IgG-Effekten. Ja, das sind diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das können sein neurologische Erkrankungen, Migräne, Akne, chronische Müdigkeit, Hautausschläge, Verdauungsbeschwerden, Inkontinenz, Erschöpfung, Hyperaktivität. Ein Drittel der ADS-Kinder haben eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Das wissen wir aufgrund der Datenlage momentan. Infektanfälligkeit, Bluthochdruck. Es kann sein, dass Sie gar kein Blutdruckmittel brauchen, sondern einfach mal gucken, auf welche Nahrungsmittel reagieren Sie eigentlich. Chronischer Durchfall, Übergewicht kann auch eine Folge sein. Untergewicht bei manchen, Gelenkbeschwerden, Arthritis. Also Sie sehen, das Spektrum an Begleitreaktionen bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist erstaunlich breit. Und in wie vielen Praxen schaut man wirklich nach dieser wichtigen Ursache? Und einer der Substanzen, die uns da am meisten Probleme macht, ist das sogenannte Histamin. Ja, es zählt zu den Stoffen, die bei einer allergischen Reaktion freigesetzt werden. Und es kann sogar wirklich für gefährliche Symptome verantwortlich sein. Neurodermitis, Schuppenflechte, Hautrötungen, Juckreiz, Übelkeit, Magenprobleme, Herzprobleme, Schwindel, Asthma, Migräne und so weiter. Und ganz häufig spielt hier Histamin eine ganz entscheidende Rolle. Und wir kennen heute auch das Enzym, was Histamin abbaut. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, DAO, Diaminoxidase. Und ich war selbst betroffen 2006, da kriegte ich nachts fast einen Asthmaanfall. Ich wusste gar nicht, was das war. Ich kannte Asthma nicht aus eigener Erfahrung. Und dann habe ich mal dieses Enzym bestimmen lassen und es war eine Aktivität von 4,3. Und es sollte eigentlich bei 25, bei 30 sein, mindestens bei 10. Und das kann verursacht sein durch Viren, das kann verursacht sein durch Stress, dass dann Ihr Körper Histamin ganz schlecht abbauen kann. Und wenn Sie dann abends noch einen Rotwein trinken oder ein Gläschen Bier oder eine Tomate essen, dann wird noch mehr Histamin, das sind sogenannte Histaminliberatoren, die Histamin freisetzen, beziehungsweise das Enzym in der Aktivität dämmen. Und dann haben Sie erst recht ein Thema. Ja, das lohnt sich also wirklich da mal nachzuschauen und zu schauen, wie ist Ihr Histamin im Blut. Ja, weil die schauen sich mal hier so ein kleines Kind an, ja, da ist Histamin ein ganz großes Thema und da muss man natürlich auch schauen, was mit der Mutter los ist. Hand in Hand mit den erhöhten Histaminspiegeln ist das sogenannte Leaky Gut Syndrom. Ja, Leaky Gut heißt, ist ein englischer Begriff, man hat noch gar keinen deutschen, der durchlässige Darm. Der hat ihre Darmschleimhaut so kleine Risse. Und da dringen dann die Nahrungsmittelpartikel ein als Allergene und der Körper schlägt Alarm. Man kann sich das auch so vorstellen, Sie haben eine schöne grüne Wiese und jetzt fehlen immer so einzelne kleine Rasenstücke. Ja, und dann sieht Ihre Darmflora nicht so aus, sondern so. Ja? Teilweise sehr wüstenähnlich, Ihre Schleimhäute sind stark geschädigt und dann ist Ihre Schutzbarriere nicht mehr gegeben. Und wenn Sie so eine Darmflora haben, dann haben Sie auch entsprechend viele Intoleranzen. Allergiker kennen das. Mit ihrer Allergiekarriere wird durch Kreuzallergien eigentlich noch getriggert und auch verschlimmert. Wenn sie auf Birkenpollen reagieren, reagieren sie häufig auch auf Apfel, Karotte, Haselnuss, Erdnuss, Sellerie. Entsprechend bei Gräserpollen auf Getreide, Soja und Hülsenfrüchte. Also das lohnt sich wirklich da mal hinzuschauen, was bei ihrem Körper da los ist. Und man kann sich ja mal fragen, wenn man sich diese Seite so anschaut, wäre das nicht schön, weniger oder keine Schmerzen, weniger oder kaum noch Erkältungen, Stressresistenz, dass sie besser dem Stress gewappnet sind,
geringere Burnout-Gefahr, schnellere Erholung nach Belastung, besserer Schlaf, kein Alzheimer oder wie das mal eine Ärztin so schön formulierte, fit in die Kiste. Ja, Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter. Aber was stellen wir fest? Wann handeln die meisten? Wann gehen sie zum Arzt? In der Regel, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ja? Wenn es schon brennt, wenn die Feuerwehr schon wirklich kommen muss, dann gehen die meisten, gerade wir Männer, ne? Und wenn Sie sich jetzt mal hier umschauen, der Anteil der Männer, die hier zuhören, und der Anteil der Frauen, ich habe das schon erlebt bei Vorträgen, da galt das Motto allein unter Frauen. Da war nicht ein Mann, ja? Und deswegen rütteln Sie Ihren Lebenspartner wach. Ich sage den Männern immer so, wenn Sie 5% der Aufmerksamkeit, die Sie Ihrem Auto widmen, Ihrem Körper widmen, können Sie bald vor Kraft kaum laufen. Ja, also das lohnt sich wirklich mal dahin zu schauen. Wäre präventives, vorbeugendes Handeln nicht wirklich klug? Wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich eine rhetorische Frage. Jeder würde sagen, klar, vorbeugen ist besser wie heilen. Ja, gesund bleiben, Gesundheit wiedererlangen. Und ich denke, wer das nicht möchte, darf sich um die Vorsorge kümmern. Und das ist der entscheidende Punkt. Was können wir da machen? Es stellt sich eine Frage, wie kann das praktisch aussehen? Ja, und nicht nur beim Auto steht der Ölwechsel ständig an, sondern auch bei uns Menschen. Und ein Arzt hat jetzt ein Buch geschrieben, Dein Körper belügt dich. Ich fand den Titel sehr gut. Er sagt, wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit. Viele sagen, ich fühle mich gut. Und wie viele habe ich kennengelernt? Ich war selbst betroffen, mit 26 Jahren ging ich zum Arzt und kriegte die Diagnose Hodenkrebs. Ich war voll leistungsfähig, ja? Ich habe Sport gemacht, hatte überhaupt keine Leistungseinbußen, hatte keine Schmerzen. Selbst meine Tumormarker waren alle noch im Normbereich und die Metastasen waren schon bis im Bauchraum, Gott sei Dank noch nicht in der Lunge. Ja? Aus heiterem Himmel, mein Körper hat mir keine Signale gegeben, außer dass ich mich an 2 Schweißausbrüche nachts erinnern konnte. Sonst war gar nichts. Und deswegen ist das subjektive Empfinden überhaupt kein Kriterium dafür, wie es Ihnen tatsächlich geht. Es lohnt sich dann mal wirklich konkrete Blutuntersuchungen zu machen und mal genau hinzuschauen. Darf ich bitten, den Film abzuspielen, Warum Entgiftung? Warum Körperentgiftung? Die Natur regeneriert sich seit Millionen von Jahren immer wieder von selbst und erholt sich von schwersten Katastrophen und Verschmutzungen. Auch jeder Bioorganismus, von der einzelnen Zelle bis zum menschlichen Körper, verfügt über diese Fähigkeit. Wir sind als Menschen nur lebensfähig, weil unser Körper ein perfektes Reinigungs- und Entgiftungssystem entwickelt hat. Doch das moderne Leben, insbesondere unsere industriell geprägte Ernährungsweise und der wachsende Genussmittel- und Tablettenkonsum, haben dieses System an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit geführt. Denn unser Körper ist kaum noch in der Lage, die großen Mengen schädlicher Substanzen, die wir permanent aus der Umwelt und über die Nahrung aufnehmen, abzubauen und auszuleiten. Deshalb ist Körperentgiftung heute wichtiger denn je. Ein sehr großes Problem der herkömmlichen Entgiftungsmethoden, die es schon sehr, sehr lange gibt, ist, dass diese Mittel immer darauf angewiesen sind, dass die Ausscheidungsorgane, sprich Leber und Nieren, tadellos funktionieren. Meist ist dies aber nicht der Fall. Meist ist die Leber belastet, meist sind die Nieren heillos überlastet, weil A, zu wenig getrunken wird und B, zu viele Schadstoffe anfallen. Damit sind die Nieren nicht mehr voll funktionsfähig und können nicht ausscheiden. Das heißt, die Giftstoffe werden zwar gelöst, dort wo sie sind in der Matrix, durch den Körper transportiert und woanders wieder eingelagert. Schadstoffe, die wir mit der Nahrung aufnehmen, gelangen über den Dünndarm in das Stoffwechselsystem der Leber. Sie zersetzt die unerwünschten und teils toxischen Substanzen und scheidet wasserlösliche Gifte über die Nieren aus. Fettlösliche Toxine leitet sie in die Galle weiter.
Und auch Dickdarm, Lunge und Haut spielen eine wichtige Rolle bei der Ausscheidung von Schlacken. Da unser Körper nicht auf eine vermehrte Zufuhr von Schadstoffen eingestellt ist, kann er nicht alle entsorgen und lagert sie teilweise in Knochen, im Fettgewebe oder den Haaren ein. Man liest immer wieder, dass Nahrungsmittel überbelastet sind mit Pestiziden, mit Insektiziden, mit Konservierungsmitteln, mit Farbstoffen. Und viele von diesen Zusatzstoffen vor allen Dingen und von der veränderten Ernährung wandern durch die Darmschleimhaut hindurch, diffundieren in das Gewebe. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Goldfischglas, in dem Goldfische schwimmen. Die Goldfische sind unsere Körperzellen und das Milieu ist das Wasser, in dem die Goldfische schwimmen. Die Fische ernähren sich aus dem Wasser und stoffwechseln auch dort hinein. Sie werden übers Wasser mit Sauerstoff versorgt und geben CO2 ins Wasser ab. Genauso ist es mit jeder einzelnen menschlichen Zelle, die wir im Körper haben. Es ist inzwischen so, dass fast jeder Mensch in der Bevölkerung ein Problem hat mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die Frage ist nur, zu welchem Grad? Es ist nicht das alte Ja-Nein-Denken. Ja? Also entweder ich esse das und sehe aus wie ein Brokkoli danach oder ich vertrage es hundertprozentig, sondern es geht hier um graduelle Unverträglichkeiten, dass nur bestimmte Mengen vertragen werden oder dass Unverträglichkeiten im Hintergrund laufen, die wir nicht so direkt wahrnehmen. Also nicht als Ausschlag, sondern als Müdigkeit, als Verspanntheit, als Kopfschmerzen, als Verdauungsschwäche, als Müdigkeit nach dem Essen. Es gibt viele Möglichkeiten. In der Konsequenz bestimmen heute chronische Krankheiten bis hin zum Krebs das Tagesgeschehen in vielen Familien. Der infolgedessen ausufernde Medikamentenkonsum bringt wiederum neue, nahezu unbeherrschbare Wechsel und Nebenwirkungen mit sich und belastet den Körper zusätzlich. Man kann diesen Kreislauf ein Ende machen, indem jedem bewusst ist, dass er sich zuerst um die Basisorgane kümmern muss. Und jeder muss seine Basisorgane pflegen. Und das sind Leber, Darm und Niere, die also hier, wenn sie gut funktionieren, sehr viel kompensieren können, sehr viel regulieren können. Ja, die Pflege ihrer Basisorgane, Leber, Darm und Niere. Und ein ganz wichtiger Punkt, den wir gerade auch hörten, Giftstoffe werden in den Fettzellen eingelagert. Und wenn Sie zum Beispiel eine Diät machen und zu schnell abnehmen, dann wird Ihr Körper mit Giftstoffen überflutet. Deswegen sollte man nicht diese Crash-Diäten machen, sondern ganz behutsam mit entsprechender Umstellung. Bisschen bitte weiter noch. Ja, noch. Nächste nochmal bitte. Histamin. So, das hatten wir auch schon. Feuerwehr. Ölwechsel. So, warum Entgiftung? Und was ich Ihnen empfehlen kann, auch aus eigenem Erleben, ich bin selbst Allergiker und bin heute symptomfrei, ist Toxaprevent, das von vielen Ärzten, Heilpraktikern und Apothekern gern empfohlen wird, sowohl in der Prävention als auch in der Therapie. Was verbirgt sich dahinter? Ein sogenannter modifizierter, aktivierter, natürlicher Clinoptilolit, das ist ein Vulkanmineral, eine besondere Form, durchwandert den Verdauungstrakt und dabei werden Giftstoffe wie mit einem Schwamm aufgesogen. Oder Sie könnten es auch vergleichen wie mit einem Magnet. Und ganz entscheidend ist, die Giftstoffe werden gebunden, bevor sie in den Blutkreislauf gelangen. Und das hat natürlich die Folge, dass Sie Ihre Leber sehr nachhaltig entlasten und dass auch Ihre Leberwerte, wenn sie schlecht sind, deutlich besser werden können. Ja, und die gebundenen Giftstoffe werden über den Darmausgang ausgeschieden. Das ist eine wesentliche Entlastung der körpereigenen Entgiftung und führt vielfach dazu, dass Leute mehr Energie haben. Ja, weil man sagt so schön, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Und wenn Sie entsprechend entgiften und entgiften können und den Körper unterstützen, dann kann sich da eine Menge verändern zum Positiven. Und wir wissen aus der Forschung, dass folgende Substanzen von Froximun gebunden werden. Ich nenne nur mal hier die unteren vier, die ganz wichtig sind. Blei, was haben wir in Wasserrohren, Dünger, Industrie, Quecksilber, ein Riesenthema und eine große Quelle für Quecksilber sind ihre Zahnfüllungen, Stichwort Amalgam. Und dass es immer noch Zahnärzte gibt, die das als Stoff verwenden, ist ein Skandal. Da könnte man eine Menge zu sagen. Ammonium aus dem Eiweißstoffwechsel, dann auch Histamin wird gebunden, ganz wichtiger Punkt.
auch krebserregende Substanzen wie Dimethylamin. Und was wir neuerdings auch wissen, und da werden Sie noch viel von hören im Zuge von Fukushima, es wird auch Cäsium und Strontium gebunden. Sie haben also mit Froximon eine Möglichkeit, auch da radioaktive Substanzen auszuleiten. Und ich denke, die therapeutischen Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Es lohnt sich da mal, sich wirklich mit zu beschäftigen. Der wichtigste Punkt ist für mich die effektive Leberentlastung, gerade dann auch, wenn Sie viel Medikamente schlucken mussten oder noch schlucken, dass man da der Leber wirklich hilft. Und das Entscheidende ist, Sie transportieren praktisch die Gifte ab im Darm mit diesen kleinen Müllautos, ja, wenn Sie das regelmäßig machen, bevor das in das Blutsystem gelangt, ja. Das ist also, denke ich, der entscheidende Punkt bei dieser ganzen Sache. Bei normalen herkömmlichen Entgiftungstherapien besteht immer die Gefahr der Rückvergiftung. Sie mobilisieren Gifte, da aber Ihre Leber nur ein gewisses Maß an Giftstoffen binden kann, besteht die Gefahr einer sogenannten Rückvergiftung. Das ist bei Froximon ausgeschlossen, ja, weil der Wagen ständig die Gifte abtransportiert. Man nennt das Ganze der sogenannte enterohepatischer Kreislauf. Bevor das Ganze in das System gelangen kann, werden die Gifte hier gebunden und dann ausgeleitet. Was passiert, wenn Sie das langfristig nehmen? Es steht ein sogenanntes osmotisches Gefälle. Durch die tägliche Anwendung von Toxaprevent entsteht ein Konzentrationsausgleich im Körper. Im Darmtrakt gebundene Stoffe werden ausgeleitet und im Organismus eingelagerte Stoffe können jetzt nach und nach wieder in den Darm geschoben, dort wieder gebunden und ausgeleitet werden. Es findet also, wenn Sie so wollen, ein Sog statt, der dann die Gifte Richtung Darm transportiert und dort werden sie dann entsprechend gebunden und ausgeleitet. Ein genialer Kreislauf, den man schon seit Jahren mittlerweile kennt, auch durch Studien belegt. Eine Folge ist, dass Ihre Darmschleimhaut sich deutlich verbessert, dass Leaky Gut-Syndrom die Therapie sehr gut unterstützt wird und Sie können eigentlich Froximon zu jeder Form der Therapie begleitend einsetzen. Jetzt noch bitte den Film, wie funktioniert das ganz konkret, ganz praktisch. Wie funktioniert Froximon? Clinoctilolithzeolith ist ein natürliches Vulkanmineral und wahrscheinlich einer der ältesten und vielseitigsten Wirkstoffe der Menschheit. Durch ein spezielles Verfahren der Modifizierung und Aktivierung entsteht der medizinische Naturwirkstoff MANC. Die Basis für alle Medizinprodukte aus dem Hause Froximon. MANC funktioniert wie ein Ionentauscher. Es ist in der Lage, schädliche Stoffe wie Ammonium, Blei oder Quecksilber auf natürlichem Wege zu binden und auszuleiten. Das heißt also, Froximon hat die Wirkungsweise einer Regulation von Schwermetallen. Versetzt man zum Beispiel eine Flüssigkeit, die dem menschlichen Darmmilieu entspricht, mit Blei, zeigt sich, dass MANC bis zu 98% des schädlichen Stoffs aufnimmt und bindet. Da bei wiederholter Anwendung ein Konzentrationsgefälle zwischen Darmtrakt und dem restlichen Körpergewebe entsteht, können auch bereits eingelagerte Schwermetalle aus dem Gewebe herausgelöst und im Darm gebunden werden. Bereits seit Jahrhunderten kennt man aus allen Teilen der Welt Berichte über spektakuläre Therapieerfolge. Und auch heute werden im Zusammenhang mit Froximon teils unerwartet positive Behandlungsergebnisse dokumentiert, die sich allein mit der Bindungsfähigkeit gegenüber Ammonium und einigen Schwermetallen nicht erklären ließen. Und da kam mir die Idee, das kann nur Histamin sein, was hier beseitigt wird oder in seiner Konzentration stark reduziert wird. Histamin ist ja der Botenstoff im Bereich von Allergien und Entzündungen, der quasi das Geschehen mit aufrechterhält. Der Körper ist in der Lage, mittels Histamin bestimmte biochemische Vorgänge einzuschalten. Aber wenn natürlich durch die Lebensmittel eine bestimmte Menge Histamin in den Körper gelangt und die nicht abgebaut wird in der Darmschleimhaut durch die Diaminoxidase, kommt es zur Aufnahme von Histamin in den Körper. An diesen Stellen wird natürlich die gleiche Reaktion eintreten, die üblicherweise eintritt, wenn ein Körper zum Beispiel verletzt wird durch einen Stich oder durch irgendwas.
Histamin finden Sie in Käse oder auch in Wurstwaren, aber auch in Rotwein oder in alkoholischen Getränken wie Bier haben Sie Mengen von Histamin, die relevant sind, wenn die nicht mehr vom Darm abgefangen werden können und im Blut dann erscheinen, kommt es hier zu einer Erhöhung und im Körper gibt es zahlreiche Histaminrezeptoren, die dann diese Symptomatiken wie Kopfschmerzen wieder erzeugen oder Übelkeit oder Herzrasen oder auch Migräne auslösen können. Und so entwickelt sich das immer weiter. Seine außergewöhnliche Bindefähigkeit gegenüber Schwermetallen, Ammonium und Histamin ist letztlich der Grund für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des medizinischen Naturwirkstoffes MANC. Und da eine Verstoffwechselung des Wirkstoffs ausgeschlossen ist, wird Foximun von Ärzten und Apothekern gern als therapiebegleitende Maßnahme eingesetzt. Die Funktionsweise von Foximun-Produkten mit dem medizinischen Naturwirkstoff MANC ist dabei immer gleich. Einnehmen oder auftragen, Schadstoffe binden und entfernen. Foximun-Produkte gibt es derzeit für 4 Anwendungsbereiche. Für die orale Anwendung als Kapsel oder in Pulverform. Pulver wird bei Erkrankungen des oberen Verdauungstraktes von der Mundhöhle bis zum Magen eingesetzt. Kapselprodukte kommen bei Erkrankungen des unteren Verdauungstraktes vom Magenausgang bis zum Dickdarm zur Anwendung. Zur lokalen Anwendung auf der Haut. Als Puder, Suspension oder Salbe. Für den Einsatz im Dentalbereich. Zur schnelleren Eindämmung von Blutungen. Und zur Ursachenbeseitigung bei Mundgeruch. Und in der Diagnostik zur Ermittlung von Histamin- und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ja, sowohl zur inneren wie auch zur äußerlichen Anwendung. Hier sehen Sie nochmal schön zusammengefasst, welche Bereiche Sie abdecken können, wenn es um den gesunden Darm geht, die gesunde Leber, die gesunde Haut, gesunde Nerven, gesunder Magen und auch bei Allergien, Immunsystem, da auch in Verbindung mit sogenannten Foximun akut, mit Kolostrum. Zum Einnehmen als Basisbehandlungsmethode zur Regulation des Magen- und Darmtraktes, also bei Nahrungsmittelintoleranzen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Allergien, Asthma oder auch bei Helicobacter pylori, wenn Sie da betroffen sein sollten. Ganz spannend auch bei neurodegenerativen Erkrankungen, Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer, Demenz oder auch ALS, Amyotrophe Lateralsklerose, wenn Ihnen das was sagt. Zur Vorbeugung und Linderung, ja, generell, wenn Sie Ihre Stoffwechselorgane unterstützen möchten, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse. Und viele berichten uns, dass sie nachts deutlich besser schlafen können, weil die Leber ja zwischen 1 und 2 nachts die größte Entgiftungsaktivität entfaltet. Und wenn man da entsprechend den Körper unterstützt, kann sich das sehr positiv auf die Nachtruhe auswirken. Migräne kann es sehr hilfreich sein, auch bei rheumatischen Erkrankungsformen. Und wie Dr. Steimecke, den Chemiker, den wir gesehen haben, auch betont, es wird auch sehr stark zur aktiven Krebsprävention, aber auch in der Nachsorge empfohlen. Warum? Weil ein ganz entscheidendes Kriterium für Krebs durch Foximun, durch MANC gebunden wird, nämlich die Giftstoffe. Die Gifte spielen eine ganz entscheidende Rolle bei der ständigen Zunahme von Krebserkrankungen. Und dann ganz spannend natürlich auch für die äußere Anwendung, wenn Sie zum Beispiel recht heftig auf Mückenstiche reagieren oder Neurodermitis haben, Juckreiz. Da gibt es verschiedene Formen, in Pulverformen, dann auch Paste zum Auftragen oder auch eine kosmetische Creme, die man da nutzen kann. Das ist sehr, sehr spannend zu sehen, was da passiert. Der Juckreiz wird innerhalb von Minuten wirklich zum Stillstand gebracht. Auch sehr positiv einsetzbar bei Dekubitus, auch bei offenen Wunden zum Beispiel. Ja, das Hautpuder wirkt sehr schnell, sehr zuverlässig. Ja, bei Schürf- und Schnittwunden, bei leichten bis mittleren Verbrennungen sofort das Pulver auftragen, Insektenstichen und so weiter oder auch Hautreizungen. Aber auch bei offenen und nässenden Wunden. Ja, es ist auch für Kinder geeignet, denn nochmal ganz wichtig, es ist keine Nahrungsergänzung und auch kein Medikament. Es wird ja nicht vom Körper verstoffwechselt. Ja, es verlässt nicht den Darm, es durchläuft
die Speiseröhre, Magen, Darm und geht dann praktisch wie ein Magnet durch den Körper, aber es wird nicht verstoffwechselt und deswegen können es auch Kinder problemlos nehmen. Und einen der positivsten Aspekte, habe ich schon gesagt, ist die Regulation der Darmschleimhaut. Kontraindikationen kann es geben, in sanfter Form im Magen-Darm-Bereich. Damit das nicht passiert, empfehlen wir, es nicht zeitgleich mit Medikamenten einzunehmen, sondern einen Sicherheitsabstand von mindestens 60 Minuten zwischen der Einnahme des Medikaments und Froximun verstreichen zu lassen, da nach aktuellem medizinischen Erkenntnisstand die Resorption pharmazeutischer Wirkstoffe innerhalb dieser Zeit als wesentlich abgeschlossen angesehen werden kann. Das ist also eine reine Sicherheitsmaßnahme. Und was auch schon mal sein kann, dass es eine Zeit lang zu erhöhtem Harndrang oder verstärkten Stuhlgang kommt. Das sind aber Regulationsmechanismen, die sich mit der Zeit wieder normalisieren. Das ist kein Grund zur Beunruhigung. Und natürlich, wenn Sie zu wenig trinken, kann es auch mal zur Verstopfung kommen. Also wenn es um Entgiftung geht, wissen wir ja, ist das regelmäßige Trinken unerlässlich. Wir sagen so als Faustregel, jede Stunde ein Glas Wasser. Das ist viel sinnvoller, wie 6 Stunden gar nichts trinken und dann alles auf einmal in sich hineinzuschütten. Eine Nebenwirkung kann sein, Zunahme von Haar- oder Nagelwuchs. Das ist auch ganz spannend zu sehen, wie Regulationsmechanismen, wie Entgiftung sich auch in dem Bereich auswirken kann. Wo man es nicht nehmen sollte, ist bei Transplantationen. Aber das ist, denke ich, versteht sich von selbst. Toxaprävenz-Serie aus dem Hause Froximun. Wichtig ist, Sie haben einen Top-Service, Sie haben eine starke Leistung. Und was ich so entscheidend finde, es ist TÜV-kontrolliert und zertifiziert. Und ich sage das ganz bewusst, es gibt Dinge auf dem Markt, die würden Sie Ihrem Feind nicht einnehmen geben. Die sind in keinster Weise kontrolliert. Und ganz gefährlich ist, wenn man dieses Vulkangestein so fein vermalt, dass da Nanopartikel entstehen. Denn dann kann es tatsächlich sein, dass die Darmwand durchdringt wird, was man nicht möchte. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie nur Präparate nehmen, die wirklich zertifiziert sind, entsprechende ISO-Normen erfüllen und Froximun hat auch ein Patent. Da wissen Sie wirklich, da haben Sie Top-Qualität. Ja, was wird passieren? So sieht es aus vor der Behandlung und nach regelmäßiger Einnahme. Haben Sie dann die Hoffnung, dass es so aussieht? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.